Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit So oder 1886, Part Nummer 15. Und ja, jetzt sind wir in den Scharfschützen und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Ganz leise, ganz leise. Dass er uns nichts hört. Das ist Jelly. Steh unter Beschuss. Lade nach. Vorrücken. Ich gebe Deckung. Dann ziehen Sie den Kopf ein. So, 10 Schuss haben wir noch. Wache, los! Ich gebe Deckung! Haltet die Halunken auf Abstand! Scheiße. Okay, jetzt haben wir wieder Schüsse gekriegt. Daneben. Wieder daneben. Treffer. Geschaltet. Geh in die Gießerei. So, wieder eine Schlafsitzung. Zu spät. Nochmal von vorne. Hinter ihn! Knopfrücken. Nicht vergessen. Also, wir gehen raus. Gucken uns aus unserem Scharfschützengewehr. Gucken auf unsere Lady und sie sagt: Hinter ihnen! Hinter ihnen! So, jetzt gleich müssen wir mit Kreis drücken. Nicht vergessen. Yes! So, das ist wieder Schwarzwasser, oder? Na, ganz ehrlich, manchmal ist man auch glücklich, wenn man so ein Schwarzwasser zu Hause hat. So viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen. Sie sprachen von Beweisen. Wo sind Sie? Genau hinter Ihnen. Geduld, Ritter. Ach so. Sie sind fast da. Ich habe schon fast gedacht. Suchen wir einen Weg hier raus. Das stimmt. Hier können wir nicht lang bleiben. Da kann man raus. Achso. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Vielleicht kann man von der anderen Seite aufschließen. Die Vereinte Indian Company versucht, auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Da ist wieder was, so ein Sattelzug. Der Flaschenzug könnte noch funktionieren.
Das müsste nah genug sein. So, dann gehen wir mal da hoch. Sie gehen darauf. Naja, ich wollte mir schon auf dem Wege, Mädchen. Ich bin schon auf dem Wege, Mäuschen. Gehen Demo. Ich denke, von hier erreiche ich den Flaschenzug. Hopp. Ich bediene die Kette. Ja. So, still bleiben. Und warten. Kommen Sie auf die andere Seite? Ich kann es schaffen. Ach so. Oh, gerade so. Ja, aber ist auch nichts. So. Da unten ist wieder was. Eine Döschen. Ah, ein Telegramm vom neuen Kontinent. Okay, und jetzt können wir aufmachen. Ritter, hier drüben. Okay. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Achtung! Verriegelt die Tür! Lass sie nicht raus! Alles klar. Das Erste. So, mitnehmen. Mitnehmen. Verschwinden wir von hier. Mitnehmen. So. So, was steht jetzt an? Hier rüber. Hier kommen wir durch. Ups. Dazwischen, nicht hier rüber. Nani, was macht er hier? Devi, schon gut. Du kannst frei sprechen. Devi, weiter. Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer werten Lords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen Sie es mit eigenen Augen. Gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Peer. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Ja, zeig mir mal die Ladung. Dann kümmern wir uns um ihn. Hier lang, Rani. Die Rani von Jahansi.
Ich überrasche Sie erneut, Ritter. Die berühmte Kriegerkönigin, die gegen unsere Armee in Indien kämpfte. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gwalior vermeldet. Ich habe immer davon profitiert, dass mich Narren unterschätzt. Ritter, sehen Sie sich das mal an. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Hier sehe ich so einen Doc. Okay, dann gehen wir mal raus. Devi, du musst gehen und die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Das ist dein Befehl. Warum dann? Wir kommen da mal hoch. Hier rüber. Wir können durch das Schiff zum Hauptlagerhaus gehen. So, hier sind wir am Dock. Ich bediene die Kurbel. Passen Sie auf und ich hebe die Plattform an. Ja, irgendwie ist es immer überall hier laut. Weiter geht es nicht. Helfen Sie mir hoch. Ich schaue mal rein. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Bleibt alle wachsam. Wenn Sie die Rebellen entdecken, müssen wir sie ausschalten. Scheiße, wird uns ein Vergnügen sein. Ja, yeah, das war knapp. Nein, war auch nicht so gewollt. Ich hab nur ein bisschen in Gedanken vertieft. Mit den drei Wachen. Weil die schon diese panzerbrechende Klamotten anhaben. Schnell! Was zum... Eindringlinge! Ja, scheiße. Die Eindringlinge sind hier! Bring seine Lordschaft in Sicherheit! Nachladen!
Ich glaube, das war's. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. So, wieder zurück zur Waffe. Ist sicher. Wir sollten weiter. Das stimmt. Ich glaube, von unten kommen wir zur anderen Seite. Gehen wir schnell nach unten. Jeden Moment können mehr Wachen kommen. Wo ist denn? Ich nehme diese Kurve. Ich nehme die Kurve. Bereit. Oh, Hilfe, Hilfe. Spannend, spannend, spannend. So, und das erfahren wir beim nächsten Mal. Also bei Part Nummer 16 von The Order 1886. Und ja, wenn uns euch gefallen hat, support es kein Mord. Däumchen hoch, Kommentar runterlassen, fettes Abo da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!